Sie behaupten also, Sie waren in Hamunaptra? Ja, ich war dort. Schwören Sie es. Beim Bad meiner Großmutter. So habe ich das nicht gemeint. Ich weiß schon, was Sie meinen. Ich war dort, in Setos Stadt. In der Stadt der Toten. Könnten Sie mir sagen, wie man dorthin kommt? Bahim! Ich meine den Weg dorthin. Den wollen Sie wissen? Ja. Wollen Sie es wirklich wissen? Ja. Dann holen Sie mich hier raus, aber schnell! Los, tun Sie es, Lady! Tun Sie es! Wo wird ihr denn hingebracht? Zum Scharfrichter. Offenbar hat er sich gut amüsiert. Jalatrop! Nein! Sein Genick ist nicht gebrochen. Das tut mir aber leid. Jetzt müssen wir zusehen, wie er langsam ersticken tut. Er weiß, wo Hamunaptra liegt. Wirklich? Ja, und wenn Sie ihn abschneiden, bekommen Sie, 10%. 50%. 20. 40. 30. 25. Ah, geht klar. Also das... La, schneid ihn ab! Die Beduinen und die Tuareg glauben, dass Hamunaptra verflucht ist. Ich glaube nicht an Märchen und faulen Zauber, Mr. O'Connell, aber ich bin überzeugt, dass das berühmteste Buch der Geschichte dort begraben liegt. Das Buch des Amun-Ra. Es enthält alle geheimen Beschwörungsformeln des alten Königreiches. Und das hat mich schon als Kind an Ägypten fasziniert. Deshalb bin ich hergekommen. Es ist quasi meine Lebensaufgabe. Und die Tatsache, dass es angeblich aus purem Gold sein soll, ist völlig unwichtig für Sie. Sie haben aber in Geschichte gut aufgepasst. Ich kenne mich mit Schätzen aus. Was mich interessiert, warum haben Sie mich geküsst? Ich weiß nicht, ich sollte gehängt werden und da habe ich es für eine gute Idee gehalten. Oh. Was ist? Was habe ich denn gesagt? Das ist die Statue von Anubis. Seine Beine gehen tief in den Boden hinein. Bambridge zufolge finden wir dort unten eine Geheimkammer mit dem goldenen Buch des Amun-Ra. Jonathan, damit sollst du die Sonne reflektieren. Und wozu dienen diese alten Spiegel? Antike Spiegel. Das ist ein altägyptischer Trick. Warten Sie es ab. Hier, das ist für Sie. Nehmen Sie es. Das habe ich mir von unseren amerikanischen Freunden geborgt. Vielleicht gefällt es Ihnen. Eventuell können Sie es später noch gebrauchen. Was gibt's denn da zu gucken? Sie fragen sich bestimmt, was macht ein Ort wie ich an so einer Frau? Das kommt dem nahe. Ägypten liegt mir im Blut. Es ist so, mein Vater war ein ziemlich berühmter Forscher. Und er war in Ägypten so verliebt, dass er meine Mutter heiratete. Sie war Ägypterin und auch eine ziemliche Abenteurerin. Mhm. Ich verstehe Ihren Vater und Ihre Mutter. Und, ich verstehe ihn. Aber was machen Sie hier? Oh, hören Sie, ich bin vielleicht keine Forscherin oder Abenteurerin oder Schatzsucherin oder Revolverheldin, Mr. O'Connell. Aber ich bin stolz auf das, was ich bin. Und was ist das? Ich bin Bibliothekarin. Und ich werde Sie jetzt küssen, Mr. O'Connor. Nennen Sie mich Rick. Oh. Oh. Rick. Das Buch der Toten? Bist du sicher, dass du mit dem Ding rumspielen willst? Es ist nur ein Buch. Und wenn ich das recht verstanden habe, soll Lesen bilden.
Sowas passiert hier öfter. Was steht da? Amun-Ra, Amun-Day. Es geht um die Nacht und den Tag. Sue Ahara, Oktu Upsin Mas Ibet Baya. Imatib den zum Pike, Setsue, Yatue, Yatue, Yatue. Nein! Sie dürfen aus dem Buch nicht vorlesen! Da bist du ja! Hör auf, Versteck zu spielen! Wir müssen schnellstens hier raus! Wow! Du sagtest doch, dass du nicht an Märchen und an Hokuspokus glaubst. Naja, so eine Begegnung mit einer 3000 Jahre alten sprechenden Leiche kann einen schon bekehren. Vergiss es, wir gehen jetzt durch die Tür, dann gehen wir den Flur runter und sind weg. Nein, das machen wir nicht. Oh doch, das machen wir. Nein, das machen wir nicht. Wir haben ihn erweckt und wir werden ihn aufhalten. Wir? Was heißt wir? Wir haben nicht aus dem Buch gelesen. Ich hab dir gesagt, du sollst nicht mit dem Ding rumspielen. Hab ich dir gesagt schön, oder nicht? Dann eben ich. Ich hab ihn erweckt und ich werde ihn aufhalten. Ach ja, wie? Du hast doch gehört, keine Waffe kann diese Kreatur töten. Oh, na und? Dann werden wir uns eben was einfallen lassen. Hab ich da eben schon wieder wir gehört? Vielleicht? Jetzt hör mal zu, wir müssen was unternehmen. Oh. Denn wenn diese Kreatur wiedergeboren wird, wird sich ihr Fluch verbreiten, bis die ganze Welt zerstört ist. Ach ja, und ist das mein Problem? Nein, es ist unser aller Problem. Evelyn, ich bin dir dankbar, dass du mir das Leben gerettet hast. Aber ich habe mich nur verpflichtet, euch dorthin zu bringen und wieder zurückzubringen. Und das habe ich getan. Ende des Jobs, Ende der Geschichte, der Vertrag ist damit erfüllt. Mehr bin ich nicht für dich, ein Vertrag? Hör zu, entweder gehst du mit mir mit oder du bleibst hier und versuchst, die Welt zu retten. Was hast du vor? Ich bleibe hier. Prima! 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 Ganz prima! Aelio. Nimm meine Hand und ich verschone deine Freunde. Hä? Ach, Aie. Jetzt brauchen wir schnell eine Lösung. Ich denke nach Sekunde noch. Beeil dich, bitte. Denn wenn er mich in eine Mumie verwandelt, wirst du mein erstes Opfer sein. Nein! Nicht schießen! Bloß nicht! Er muss mich nach Amun-Ra bringen, um das Ritual zu vollziehen. Sie hat recht. Heute leben, morgen kämpfen. Ah! O'Connell! Hibyut Setna! Wir kommen wieder mit leeren Händen zurück. Ärgerlich. Ich würde das nicht so sehen. Oh, bitte. Na, wie ist das mit dir, Schätzchen? Willst du auch ein kleines Bussi haben? Oh.